Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Parasite Eve 2. In der letzten Folge haben wir ein wenig mit Kyle rumgebollert und mussten zwei Fragen beantworten, beziehungsweise eine. Die erste Frage war, wie viele Beine haben Ratten, Kakerlaken und Spinnen zusammen? Und die zweite Frage war, wie viele Nächte sind es bis zu einem Vollmond? Und anscheinend habe ich bei der zweiten Frage mir die Frage durchgelesen und angenommen, dass das die Frage zu dieser Tür wäre, aber also, dass das quasi dass der Schalter wäre, aber ich glaube, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, habe ich die Tür niemals angequatscht. Ich habe mich da jetzt mal so durchgeklickt. Ich habe die Tür niemals angequatscht, die war wahrscheinlich die ganze Zeit auf und dieses Terminal da war für was anderes. Ich weiß es nicht, das Spiel fängt mich gerade an, so leicht zu verwirren. Aber lass uns einfach nicht weiter drüber nachdenken und hier schön ballern. Ja, es ist halt wirklich gut, dass er dabei ist, ne? Ach ja, und das ist natürlich auch der Grund, wieso ich kaum XP kriege. Weil der dämliche Spasti mir alles klaut. Ah, jetzt haben wir es, Leute. Aber ich brauche sowieso nicht mehr so viel. Das meiste an Zaubereien, was ich habe, was ich haben wollte, habe ich. Von daher passt das schon. Genießen wir es einfach, meine Freunde. Genießen wir es einfach, dass wir endlich mal ein bisschen Ruhe hier haben. Wo sind wir denn aber jetzt hier? Wir sind da. Okay, das X, das... Was? Wofür stand das X nochmal? Ich weiß es nicht. Für einen Schatz auf jeden Fall nicht. Lass uns hier einfach rausgehen und schauen, dass wir wieder an die Oberfläche kommen. Ins eigentliche Labor. Und schauen wir mal, dass wir uns dann da mal zurechtfinden können. Er merkt es immer, ne? Immer wenn keine Monster in einem Raum sind, dann bleibt er immer ganz hinten. Der ist zu faul zum Laufen, der will, dass ich ihn porte. Der Aufzug saß hier also fest. Die Notbremse wurde betätigt. Ich deaktiviere die Notbremse. Jetzt kann ich hoch. Die Frage ist, wohin dann? Fragst du mich ganz dumm. Bist du dir sicher, du Vollidiot? Aber wo geht denn die Tür hier nochmal hin? Sie ist verschlossen. Schloss entriegelt. War jetzt einfach dieser komische Kreisverkehr, oder was? Ah ja, tatsächlich. Ja, weißt du was? Wenn wir schon mal hier sind, kann ich direkt nochmal speichern. Gott, war das bescheuert. Verstanden, ich warte auf Ihren Bericht, ja. Da kannst du noch eine Weile warten. Ich denke, wir sitzen hier noch ein paar Tage fest. Hust, hust, ich meine natürlich ein paar Stunden. Je nachdem, wie man es denn betrachten mag. Jo. Jetzt kann ich hoch. Ja. Nehm den Aufzug, nehm ihn ganz hart. Pass auf, dass er dich nicht erdrückt. Oh nein, emotionales Fahrstuhlgespräch. Wissen Sie, ich habe das vorhin ernst gemeint. Ich mag Ihr Lächeln wirklich. Ah nee, okay, hast deine Chance verpasst. Tja, Pech gehabt, das war's dann. Wir sind da. Jetzt dachte ich, er drückt auf den Knopf und macht die Tür nochmal zu. Hm? Ich schaue oben nach. Wir trennen uns hier. Oh. Okay. Nehmen Sie das. Einen feuchten Händedruck. Ach, die ID-Karte. Moment, gehörst du dazu? Was ist das? Die ID-Karte des Systemprogrammierers. Damit kommst du überall rein. Ach ja? Das Passwort lautet Aya. Melissa. Maya? Wie bitte? Ja, könnt ihr euch noch daran erinnern? Ja. Das sind die Personen, die das Mitochondrium befallen hat. Ja. Hey, nicht grübeln. Ich bin Detektiv. Ich mach das. Sowas kriege ich leicht heraus. Maya ist meine Schwester und Melissa. Aya, du bist du. Oder nicht? Was ist das für eine Aussage? Mich interessiert nicht deine Vergangenheit. Mein Controller hat sich abgemeldet. Sondern nur das, was unter deinem BH ist. What? Kyle? Sei vorsichtig. Du, auf was? Meint er das Herz? Weil, wenn er, was? Also, das müssen wir aber, wenn wir noch die Zeit haben, nochmal in der englischen Version kontrollieren. Was die da gesagt haben. Ja, ne, Melissa und Maya, ich hab euch ja da eingeweiht diesbezüglich. So, die Wurmchen kann ich ja ganz normal penetrieren. Junge, 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 ey. Ja, ne? Mussten wir jetzt schön aussteigen. Der dachte sich so, komm, wie man sieht, bin ich zu OP.
Kann ich nicht ewig begleiten, okay, das wäre unfair. Du sollst ja noch ein bisschen Eigen leisten. Okay, die kann ich abfackeln. Das ist mir jetzt ein bisschen zu doof hier mit euch. Flatsch. Haha. Komm hier, baller noch raus. Genau, perfekt. Kann ich nochmal nachladen. Ah, nee. Die haben noch ein bisschen, wollten noch ein bisschen knusprig werden. Jetzt müsste sie 200 Schuss drin haben, weil sie zweimal nachgeladen hat. Oder sie hatte Ladehemmungen. Das könnte natürlich auch sein, so. Das kenne ich doch, das kenne ich doch. Ja, jetzt ist quasi alles auf, schätzungsweise. Kann ich das da ranhalten? Abgesperrt! Hier ist ein ID-Schloss! Ja, also überall muss dann schon dieses Kack-ID-Schloss sein, sonst geht das nicht. Key, ID-Karte, eine Magnetkarte, hier steht Systemprogrammierer, Kailo Yoshida. Daneben das Foto eines jungen Mannes mit Brille. Kailo Yoshida. Das klingt so nach Entwickler, aber ist er wahrscheinlich nicht. Ja, hier, friss. Brauche ich jetzt nicht. Ach. Ich soll das doch ins Gerät schieben. Da macht es doch gar keinen Sinn, sich vor die Tür zu stellen. Wie, es funktioniert nicht. Stand ich nicht richtig? Ach, Alter, dieses Spiel. Das ist doch lächerlich. Eine Tür, ja. Ja, deswegen. Hier, guck, gucki, guck. Gucki, guck. Ja, super. Sie können jede Tür öffnen. Nee, diese nicht. Oh, nee, die auch nicht. Nein, die da hinten auch nicht. Okay, ich hab gelogen. Aber hey, Sie wissen ja, ich bin ja ein kleiner Scherzkeks. Ja, ich will doch nur an das kommen, was unter Ihrem BH ist. Ja. Und ich, naiver Trottel, denk noch, er meint das Herz. Aber nein, unter dem BH sind ja die Brüste. Er hätte sagen müssen, was unter Ihren Brüsten ist. Aber ich wette immer noch auf eine schlechte Übersetzung, weil das, ich weiß auch nicht, das war schon ein bisschen zu out of context. Oh, 400 hat er, okay. Oh, 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 oh. Hey, nicht, wieso habe ich keine Munition? Was ist das denn ernst? Nicht vorzeitig hinfallen, mein Bübele-Bobbele. Reicht das von der Entfernung her? Na, ist okay. Ich will jetzt nichts riskieren. Von daher... Ach komm, tu mal nicht so. Hui. Immer wieder schön. Natürlich ist da noch einer, aber es ist was anderes, oder? Ach, die. Na, komm, müssen wir nicht, müssen wir nicht. Ich will erstmal rechts rein. Dann kriege ich... Aber ich kriege jetzt dann kein Geld. Nee, okay, jetzt muss ich's machen. Wir brutzeln die einfach weg und dann hat sich das. Plasma... War es das? Nee, das hier war es, glaube ich. Nee, Plasma war doch die Schockwelle. Energy Shot. Necro. Plasma. War es doch das? Nee, nee, nee. Das war das hier, oder? Nee, auch nicht. Was? Wo ist denn der Elektrostoß? Das muss doch einer von denen gewesen sein. Ach, scheiß drauf. Man kann sie sogar unten sehen. Ja. Taucht mal wieder ab hier, Bibbelbobbeles. Auftauchen verboten. Die schrecken echt zurück. Wie geil ist das denn, ey? Ups, okay, das war ein bisschen dumm von mir. Flatsch. Dachte, da war noch einer. Okay. Ja, ist auch nicht mehr, die 274 da. So, dann mal wieder Fireflies gekriegt. War das, hießen die Dinger nicht Glühwürmchen im Deutschen? Jetzt schieße ich mit Glühwürmchen, alles klar. So, erzeugt Blitzschlag. Ja, das sah mir aber nicht danach aus. Elektrisch entladen, bla 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 bla. Bla bla bla, Mr. Freeman. Aber ich gebe dir mal eine Chance. Und dann... Ha, werde ich wohl das hier verstärken? Okay, gut. Ja, so viel dazu. Ach ja, warte, was genau? Was ist jetzt eigentlich mit meinen Schüssileinis passiert? Keine Munition. Ja, doch hier. Ach, das ist die Hartz-IV-Munition, aber egal. Lieber Hartz-IV verschießen als gar nichts verschießen. So, nachladen. Dann habe ich immer noch hier zweimal Flair. Das hätte ich vielleicht auch wegbremsen können. So, das passt, ja. Okay. Habe ich denn jetzt quasi Ruhe bis zum nächsten Skript? Schätzungsweise, genau. Und dann versuchen wir gleich mal direkt die Tür hier. Forschungslabor abgesperrt. Ja, aber...
Oder es gibt irgendwo dieses, wie sagt man, diesen Administrator-PC oder so, wo ich das einmal angebe und dann passt es. Brauche ich jetzt nicht, ja, hat ehrlich gesagt gar keinen Bock. Ich glaube, ich hätte, wage auch zu behaupten, dass ich das irgendwo gesehen habe. Aber ich wüsste jetzt nicht mehr wo. Schätzungsweise einfach zurücklaufen, gucken, was passiert. Ja, Moment. Ja doch, Pistole habe ich ausgerüstet. Hier, dann links. Links, links, links. Das ist ein Fahrstuhl. Was sagt der Fahrstuhl? Ein Aufzug. Der sagt gar nichts. Keine Reaktion. Ach so. Ja. Er sagt halt wirklich gar nichts. Na gut. Ja, ich spekuliere auf den Anfang. Ich kann ja auch nochmal einfach die Hilfe verwenden hier. Dann habe ich doch schon wieder Monster gehört. Ich muss nach B2, richtig? B2, ja, da sind wir ja. Hoffentlich ist das der richtige Weg. Monsterchens, Monsterchens. Monsterch. Ja, ist jetzt die Frage. Nee, erstmal den da, den anderen, der nervt. Der Fatty McFatfat kann mir ja nicht viel. Oh, shit. Wobei, wenn der jetzt angelaufen kommt. Ach komm, wir versuchen es mal damit. Puff. Ja, naja, trotzdem. Ich denke, ich mache das so. Ich dachte jetzt, dass dieses Vieh mich da jetzt direkt angreift. Ja, jetzt wahrscheinlich. So. Perfekt ausgewichen. Ich sehe es nicht. Ja, toll. Das hat sich jetzt gelohnt. Okay, er taucht ab, muss nachladen. Sehr gut. Und jetzt darfst du nochmal. Puff. Puff. Ah, noch mitgenommen. Hat sogar mehr abgezogen. Als das erste Mal. Zack. Zack. Flatsch. Sehr gut. MP9. Ich dachte, ich krieg 20, aber nee, das war. Nee, nee, das war ja keine Regeneration, sondern ich habe einfach das Maximal. Das ist 20. Ja, ja. Sorry, dass ich es vergessen habe. Bla 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 bla. Ja. Pff. Wenn wir schon mal hier sind. Das muss ja jetzt. Entweder da oben oder da rechts gehen. Irgendwo werde ich doch wohl diese Scheißkarte benutzen können. Aber ich meine, es ist schon traurig, wenn es bei der offensichtlichen Abteilung noch nicht mal geht. Da war ja sogar ein fucking Kartenschloss. Erschrecke mich nicht, erschrecke mich nicht. Okay, warte. Warte, warte, warte. Auszeit, Auszeit, wie damals auf dem Schulhof. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht angreifen. Oh. Wie ist halt so. Noch einer, da ist noch einer, dann kann ich mich mal heilen. Den haben wir da. Oh, fuck. Ja, der greift mich. Ja, ja, ich bin blind. Das heißt, ich kann noch nichts anvisieren, aber das sollte immer noch gehen, ja. Wieso lebst du noch? Na gut. Fackel ab, Bitch. So. Item. Was auch immer das war. Ich glaube, das war wieder Firefly. Ja, die Munition macht sie aus dem zermatschten Shit da, was sie gerade getötet hat. So, was haben wir hier? Ja, die ist halt immer noch robust. Ich kann es ja mal versuchen. Nee, hat mein Handy jetzt eigentlich geklingelt? Wetten, wetten? Ja, 2 Minuten noch. Ja, okay, dann gehen wir dann nochmal unten hin. Und hoffen mal. Ansonsten. Irgendwo am Anfang sollte dann vielleicht ein Kartengerät sein, aber das bezweifle ich wirklich sehr stark. Vielleicht wird das Spiel doch einfach verbuggt, oder? Notfalls immer die der Spiele-Schuldkarte ziehen. Ich hab's halt auch lange nicht mehr wirklich richtig geladen. Auch wenn ich es mir immer oft vorgenommen hatte. Also quasi mein Emulator läuft schon seit 5 Tagen nonstop oder so. Abgesperrt wie jetzt. War ich da nicht drin? Ach so, nee, falsche Tür. Okay, sorry. Wundert ja wieder keinen. Aber sie ist doch grün. Ja gut, sie sind alle grün.
Hat wohl nichts zu bedeuten. Oh, stimmt ja, hier sind ja wieder Gegner. Hups. Okay. So. Das waren es die er vorhin weggeballert hat? Die neuen? Bin mir nicht sicher, ob wir die schon mal gesehen haben. Ja, komm raus. Wenig. Cool. Geiler Beat. Noch einer. Noch einer. Ihr solltet echt eine Band gründen, wisst ihr das? Noch einer? Ja. Gut. Du bist der scheiß Nachmacher. Dich nehmen wir nicht mit auf. Aber ansonsten alle sehr einzigartig. Der eine hängt ab. Das ist dann der, keine Ahnung, der Drummer. Der Drummer an der Decke. Klingt sehr, sehr vielversprechend und einzigartig. Und die anderen machen dann so den Refrain und so. Und er steht an der Stange für alle, die taub sind. Die, also, das muss man sich auch mal so geben. So als Band hast du es natürlich auch schwierig, weil auch, ich schätze, so mindestens 5% in Deutschland beziehungsweise auf der Welt taubstumm sind. Und für die musst du dann natürlich auch was extra bieten, ne? Und da kommt dann Aya ins Spiel. Da wird dann immer vorne an der Bühne, auf der Bühne so eine Stange gebaut und da kann sie sich dann regeln. Und das ist dann halt für alle, die sich nicht wirklich an der Musik erfreuen können. So, gut, dann gehen wir da noch rein, klären den Raum da auf. Und Frage ist, komme ich eigentlich wieder zurück in die Müllpresse? Weil da gab es ja diese Kisten. Aber notfalls gehe ich halt, wie gesagt, einfach komplett zurück. Das ist ja auch machbar. Hi. Ach, dein Ernst. Ja, dann komm halt. Heute noch. Reicht das schon? Nee. Jetzt. Okay, wir haben noch ein neues Bandmitglied gefunden. Ist wahrscheinlich immer derselbe, nur haben sie die Stimme immer anders gepitcht. Hoch, tief, mittel, alt. Boah. Das war sogar jetzt ganz leicht a cappella. Was ist denn da los? Wow, das hat alles aber gespritzt. Okay, komm. Das ist aber jetzt schon so ein bisschen lächerlich, oder? Hier, friss. Frisst. Allesamt. Das sind die ganzen Missgeburten, die sich noch nicht mal für Experimente gelohnt hatten. Man wusste schon von vornherein, wenn ich denen jetzt was spritze, das kann nur eine Missgeburt werden. Selbst für Monsterverhältnisse, ja? Du wirst kein cooler Hund oder sonstiges. Du wusstest einfach von vornherein schon eine Missgeburt sein. Und die haben sie dann alle auf den Müll geworfen, aber irgendwie haben sie jetzt rausgefunden. Und sie wollten eigentlich einfach nur leben, aber es sind halt Missgeburten. Was erwartest du? Das war die Geschichte dieser Leute. Und hier kann ich die Karte dann benutzen. Herzlichen Glückwunsch. Freut mich, dass wir wenigstens eine Tür gefunden haben, die geht, die Bock auf die Karte hat. Und dann sind wir hier im Operationsraum. Alles klar. Ja, Leute, was hier nun letzten Endes im OP-Raum ist, erfahren wir dann im besten Fall in der nächsten Folge von Let's Play Parasite Eve 2. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.